Tja, es ist soweit. Nur noch wenige Tage, dann beginnt der sogenannte Osterlockdown oder auch der Ostlockdown. Von 1. April bis zum 6. April wird das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen kommen, denn im Lockdown, da gibt es nur wenige Ausnahmegründe, warum man das Haus verlassen darf. Ein solcher Ausnahmegrund, das ist selbstverständlich das Einkaufen. Der Handel, der hat zwar geschlossen, aber die lebensnotwendigen Lebensmittelhändler, die haben natürlich offen, dazu auch alle Händler von Tiernahrung, Apotheken und Drogerien. Doch selbst beim Lebensmittelhandel, da gibt es Einschränkungen, denn die Supermarktketten, die dürfen nur das übliche Sortiment anbieten und das bedeutet eben Lebensmittel und zusätzliche Bedarfsartikel, nicht aber beispielsweise Kinderspielzeug, Blumen oder aber auch Fernseher. Diese Einschränkung, die hat eigentlich schon beim ersten Lockdown gegolten, jedoch da wollten sich nicht so wirklich viele Händler bzw. Supermarktketten daran halten. Ganz besonders problematisch wird es bei jenen Supermarktketten, die sehr große und sehr breit angelegte Läden haben, also ein Eurospar beispielsweise, der ja genau jene Kinderwaren zum Beispiel eben auch führt und das permanent. Es bleibt abzuwarten, wie diese Händler reagieren, ob man hier das Sortiment sperrt. Auch das ist vereinzelt bei den vorangegangenen Lockdowns erfolgt. Tja, soweit die Lockdown-Situation beim Handel, also auch hier eingeschränkt und die Einschränkungen betreffen nicht nur den Handel, denn auch die körpernahen Dienstleister sind für den Zeitraum von 1. bis zum 6. April geschlossen, also Friseure, Nagelstudios und so weiter. Zusätzlich geschlossen sind auch die Museen und die Zoos. Die Ausgangssperre im Osten, die ist rund um die Uhr gültig, also von 0 bis 24 Stunden, im Westen hingegen nur nachts gültig, also hier der Unterschied Ost zu West. Die Ausnahmen, warum man das Haus verlassen, sind altbekannt. Nochmal kurz erwähnt hier, zum einen, wie bereits erwähnt, für das Einkaufen, weiters um Hilfeleistungen abzugeben, weiters der Kontakt zu nahen Angehörigen, also der Familie, Vater, Mutter, die eigenen Kinder und zusätzlich auch der Aufenthalt im Freien zur Erholung oder um die Tiere Gassi zu führen.